Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Christus, geliebte Gläubige, liebe Marienverehrer, wir haben es gestern gehört, Sie werden auf den schauen, den Sie durchbohrt haben. Wir können das ergänzen mit der Gottesmutter, wie der Greise Simeon es sehr schön gesagt hat, schön in Anführungszeichen, auch deine Seele, dein Herz wird ein Schwert durchdringen. Das heißt, ein äußeres Moment in unserem Leben und ein inneres Moment unseres Lebens. Da der Heiland derjenige ist, der sein kostbares Blut vergossen hat, sind wir diejenigen, die dieses kostbare Blut empfangen. Wir werden reingewaschen von der Sünde. Wir können dieses Blut verinnerlichen in der Heiligen Kommunion, dort, wo wir nach dem Konzil von Trient, in der Heiligen Kommunion, eben den Heiland mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, seine Menschheit und Gottheit empfangen. Aber dieses Lebendigsein dieses kostbaren Blutes ist eben dasjenige, was eben dann unser Herz bestimmt, unser christliches Leben, so können wir sagen, ausmacht. Gottesmutter Maria ist die erste Christin gewesen, denn sie durfte ja Christus unter ihrem Herzen tragen, sie durfte Christus dieser Welt schenken. Er ist hineingeboren worden aus allerseligsten Jungfrau Maria. Das heißt, auch hier dieses Wirken der Gottesmutter, diese Liebe, die sie zu Gott, dem himmlischen Vater, gelebt hat, verinnerlicht hat, voll der Gnade gewesen ist, ist eben lebendig geworden durch unseren Herrn Jesus Christus. Und so auch analog für uns. Das, was Gott uns schenkt durch die Gnade, ist das, was wir lebendig werden lassen sollen in unserem Christsein, unserem Menschsein, wo wir berufen sind, eben diese Vollkommenheit, auch in dieser religiösen Dimension, eben zu erleben. Und vollkommen bedeutet eben auch, mitzumachen, mitzutragen, mitzuleiden, so die Gottesmutter Maria, der ihr Herz, ihre Seele durchbohrt wurde. Auch wir, sie alle, wir sind berufen, dieses Schwert sozusagen zu erleben, in unserer Seele im richtigen Sinne verstanden, für den anderen, für die Kirche, für die größte Ehre Gottes, dann mitzuleiden, wie immer dieses Leid von uns abverlangt wird. Der liebe Gott befähigt uns sozusagen durch dieses kostbare, unbefleckte Herz Mariens, dass wir ähnlich werden wollen, entsprechend uns auch zu disponieren, unserer Seele, um dieser Sendung zu entsprechen, in diesem Wirken nach außen, in dieser Vollkommenheit. Und das Wirken nach außen vollkommen bedeutet eben dann auch die Bereitschaft, innerlich, wie bereits gesagt, eben diese Unvollkommenheit im Leben tragen, ertragen zu können. Und davor werden wir nicht bewahrt bleiben. In unserem geistigen Leben werden wir sehr viele Prüfungen haben, nicht so sehr die Prüfungen nach außen, in der Welt, wo wir tätig sind, und Ehe, Familie, Beruf, und das sind äußere Momente, die, wie wir alle wissen, alles machbar ist. Es gab noch niemanden, der es nicht geschafft hätte, dieses äußere Leben zu leben, aber das innere Leben, diese innere Bereitschaft, dieser Vollkommenheit zu entsprechen, ist eben dann das Große, was uns dann befähigt, wirklich unter dem Kreuz zu stehen, wie einst die Gottesmutter Maria, eben dem heiligen Johannes und den anderen Frauen, die hier eben wirklich diesen Ernst bis zum Ende gelebt haben. Und gerade für die Gottesmutter Maria, die hätte sagen können, nein, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, es ist mir zu viel und mein Kreislauf, nein, ich bleibe zu Hause, wäre auch nicht schlimm gewesen, in Anführungszeichen, für die Menschen. Nein, gerade weil sie voll der Gnade ist, hat sie all dies voll ausgekostet in ihrem Leben, sprich dieses Leid, dieses furchtbare Leid um ihren Sohn eben auch wirklich getragen. Wenn sie leidet um ihren Sohn, dann dürfen wir heute leiden, auch für die Kirche.
Und die Kirche, die Verantwortlichen der Kirche, leider Gottes, geben eben das nicht mehr uns vor Augen, was es eigentlich bräuchte, um dieser Vollkommenheit zu entsprechen. Umso mehr müssen wir eben die Vollkommenheit auch der Kirche uns vor Augen stellen und dies ersehnen oder anders formuliert bereit sein, mit der Kirche eben zu leiden, dort, wo die Kirche, in Anführungszeichen Kirche, im Argen liegt. Deswegen auch immer das Vollkommene vor Augen haben. Das Vollkommene ist der mystische Leib, eben Christi, die Kirche. Die Kirche ist immer vollkommen. Es gibt nichts Unvollkommenes in der Kirche. Es gibt sehr wohl Menschen in der Kirche, die unvollkommen sein können. Das sind wir alle. Aber das Heilige, das Mystische, eben der Leib Christi, ist unantastbar. Er ist vollkommen. Er ist eben hier diese Heiligkeit, die wir in dieser Welt eben erleben dürfen. Wir erleben Christus durch die Vollkommenheit eben der Kirche, in all den äußeren und inneren Momenten, die wir erleben dürfen. Und dort, wo es eben Schwierigkeiten gibt, sind wir berufen, mitzutragen. Wir tun das heute eben auch für die Gesellschaft, wie der Himmel eben fordert, eben Sühne zu leisten. Und diese Sühne, auch die Sühneandacht nachher, sind Momente, wo wir sagen, ich bin da, ich bete mit, ich mache mit, um das, was man eben fordert, eben dann auch zu tun. Es geht manchmal gar nicht so sehr um unsere eigene Frömmigkeit, die könnte man ja anders gestalten, etwas bequemer vielleicht. Nein, wir tun das, was letztlich auch der Himmel möchte. Auch die Gottesmutter Maria hat das getan, was der himmlische Vater eben wollte, was die heilige Dreifaltigkeit ihr im Leben geschenkt hat. Eine ganz große Gnade für uns alle, auch dieses marianische Leben zu betrachten, gerade in dieser schönen Lesung, wo es eben heißt, ich bin die Mutter der schönen Liebe und der Gottesfurcht, der Erkenntnis und der heiligen Hoffnung. Der moderne Mensch hat diese Sensibilität, diese Erkenntnis eben verloren. Man macht sich keine Gedanken mehr über den lieben Gott, über den Heiland, über die Kirche, über den Glauben, über die Gnade. Der moderne Mensch, seine Gedanken fliegen dahin, global verteilt man sich heute, wo man alles abtasten möchte und alles für gut sehen möchte, auch die Weltreligionen, die sogenannten, wo man überall gute Fragmente findet. Nein, es gibt nichts Gutes dort, wo ein Mangel ist oder wo falsche Gedanken oder Sündhaftes ist. Das ist eben dann der Teufel, der uns belügt, der uns quasi in die Wüste führt und eben alles zeigt, die Reichtümer dieser Welt, wir werden es dann bald hören, eine Illusion. Es ist eine Illusion. Und diese Illusion müssen wir überwinden in diesem geistlichen Leben, dort, wo diese Liebe vollkommen und diese Erkenntnis eben uns, Gott sei es gedankt, geschenkt ist, um in dieser Hoffnung unser Leben zu vollenden. Dass wir auch die göttlichen Tugenden, die wir haben, vom lieben Gott ist das, was unser Leben bestimmt. Der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Und diese drei können wir nicht trennen, sagen wir, in diesem irdischen Leben uns befinden. Im Himmel werden wir lieben und wir werden letztlich diese Hoffnung in ihrer Erfüllung erleben. Den Glauben werden wir verlieren, weil wir sehen, weil wir da sind, weil wir durch diesen Glauben, Gott sei es gedankt, eben dann auch gerettet sind. Und Gottesmutter Maria unter dem Kreuz hat auf diesen Glauben gebaut, hat diese Hoffnung gehabt, hat diese Liebe gelebt. Und daran dürfen wir eben nicht verzweifeln. Und wie der moderne Mensch, sieht man hier oft in Kolbermoor, stehen dann die Zeugen Jehovas überall, gut gekleidete Herren und Damen, die hier etwas verkünden wollen, die es gut meinen, die Wahrheit nicht besitzen und vielleicht sogar aus eigener Schuld verloren haben, weil sie eben diese Erkenntnis über die Wahrheit nicht reflektiert und schon gar nicht bewusst gelebt haben. Irgendwann, man verliert die Sensibilität der Wahrheit gegenüber, aber dieses religiöse Vakuum entsteht, der Mensch will eine gewisse
Geborgenheit haben bei dem gewissen Leben. Und dann kommt man in die Fängen von irgendwelchen Leuten, die der Kirche entgegenwirken und auf Wahrheit eben hier beharren. Bauen wir auf die Gnade Gottes, bauen wir auf die Gottesmutter Maria, auf das unbefleckte Herz Mariens, unbefleckt, wie der Name schon sagt, und versuchen wir, diesem zu entsprechen, dass auch wir in Gedanken, Worten und Werken alles tun, um vollkommen zu sein, indem wir dem Herzen Jesu entsprechen, durch das kostbare Blut uns, wie gesagt, reinwaschen, um dann vollkommen in dieser Welt heilig, gerecht und fromm leben zu können. Das ist die große Herausforderung für unser Leben, um vielleicht im Herzen Mariens immer ähnlicher zu werden. Und deswegen nicht traurig sein, wenn sie das wollen, dann kommt eben der Teufel und ärgert sie und macht sie traurig und verführt sie, wie auch immer, ein gutes Zeichen, wenn sie ihn spüren. Und deswegen nicht nachlassen, dieser Innerlichkeit des unbefleckten Herzens Mariens immer mehr eben durch unser katholisches Leben gerecht zu werden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.